Hallo Leute, willkommen bei Team Smolik. Heute ein Video, was sich viele schon gewünscht haben, und zwar wieder ein Dehnungsvideo. Ich zeige euch heute, wie ihr euch zu Hause dehnen könnt, auch wenn ihr wenig Platz zur Verfügung habt. Okay Leute, das Wichtigste beim Dehnen ist, dass ihr euch Zeit dafür nehmt, vor allem wenn ihr ja an eurer Beweglichkeit arbeiten möchtet. Natürlich vor dem Training immer dehnen wegen der Verletzungsgefahr, aber vorm Schlafen oder nach dem Aufstehen am besten 5 Minuten Zeit nehmen und dann ganz entspannt in Ruhe dehnen. Ich zeige euch mal Dehnübungen, die sehr, sehr simpel sind, aber die man zu Hause machen kann. Wir fangen im Stand an, gerader Stand, beide Beine durchgestreckt, und jetzt gehen wir einfach mal zur rechten Seite runter und halten einfach hier am Bein fest. Versuchen mit dem Oberkörper zum Knie zu kommen und halten den Punkt so 10 Sekunden oder man sagt auch 10 Atemzüge, weil das einfach entspannter ist. Und dann geht man zur anderen Seite, macht da genau dasselbe, 10 Atemzüge oder eben 10 Sekunden und dann zur Mitte. Am Anfang, ihr werdet merken, vielleicht könnt ihr nur mit den Fingerspitzen auf den Boden kommen, dann irgendwann mal versucht ihr tatsächlich mit den Handflächen auf den Boden zu kommen. Versucht aber nicht dynamisch zu dehnen, also nicht diesen hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das macht man eher vorm Training. Jetzt machen wir das statische Dehnen, das heißt, wir halten fest hier und halten den Punkt. Das ist besser für die Beweglichkeit, okay? Wir gehen weiter, und zwar wir gehen ein bisschen weiter auseinander, nicht richtig in Spagat, sondern in die Grätsche, machen hier genau das Gleiche. Ja, wir halten wieder die eine Seite, entspannt ein paar Atemzüge, dann die nächste, und dann wieder zur Mitte. Und so arbeiten wir uns von oben nach unten immer weiter runter. Immer weiter runter. Wenn ihr jetzt nicht hier so einen Teppich oder sowas habt, könnt ihr auch zwei Kissen nehmen. Ganz kurz. Okay, ihr habt hier zwei Kissen. Und gerade bei Fliesenboden oder sonstiges, drückt es euch sehr schön auseinander. Und dann rutscht ihr schön auseinander. Und dann so könnt ihr euch weiter in Spagat vorarbeiten. Da bitte aufpassen, nicht dass ihr zu weit nach außen rutscht, dann verletzt ihr euch. Okay? Und hier dann wieder das gleiche halten. Schön rechts, links und Mitte, das gleiche Schema. Und von hier aus können wir in die Knie gehen. Hier mit den Knien auf dem Boden. Und jetzt wird die Hüfte nach unten gedrückt. Für die Weicheier unter euch, ihr könnt hier Kissen nehmen. So, ist entspannter. Und dann drückt ihr hier die Hüfte auf den Boden. Und das haltet ihr auch wieder. Okay, dann Ellenbogen runter. Auch wieder halten, 10 Atemzüge. Und jetzt Arme ausstrecken und auch wieder 10 Atemzüge halten. Okay? Ganz, ganz simpel. Wenn wir damit fertig sind, machen wir einfach weiter. Auf den Boden, auf den Arsch setzen. Rücken ist gerade, ist wichtig hier. Rücken gerade halten. Füße anziehen. Einmal kurz wippen, das ist eher dynamisches Dehnen. Und dann einmal runterdrücken und wieder halten. Ja? Wir wollen hier diese Startstelle. Wir halten die Spannung. Und lockern. Und dann halten wir wieder die Spannung und lockern. Von hier aus einen Fuß anziehen, einen Fuß strecken und vor zum gestreckten Fuß, zum gestreckten Bein. Wir versuchen das Fuß zu fassen, den Fuß zu fassen und mit dem Oberkörper runterzukommen. Wer das nicht kann, mit der Hand auf dem Schienbein hier, und dann gehe ich einfach hier mit meinem Oberkörper vor. Wichtig ist, dass das Bein durchgestreckt ist. Das hier bringt gar nichts. So, lieber hier, wenn ich nicht rankomme, hier runter und wieder halten. So. Von hier aus dann wieder halten, 10 Sekunden oder 10 Atemzüge, wie gesagt. Und jetzt das gleiche zum Knie runter, Bein bleibt durchgestreckt. Genau, wir wechseln die Seite, ganz klar, andere Seite auch, hier genau dasselbe. Und dann zum Schluss noch beide Beine gestreckt und jetzt hier genau das gleiche, Füße fassen, versuchen zu fassen, wer es nicht kann. Am Schienbein, wer ein bisschen fortgeschrittener ist, kann entweder die Füße hier versuchen hochzuziehen oder mit dem ganzen Oberkörper versuchen nach unten zu kommen und da dann zu halten. Ganz, ganz simple Übungen. Jetzt zeige ich euch noch Übungen, die ihr mit einem Partner machen könnt. So wie bei mir, wenn ich nicht gerade keinen Partner vorhanden habe, Markus ist nicht da oder so, frage ich oft meinen Vater. Also Leute, wer ihn noch nicht kennt, mein Vater hier am Start, der hat mich als kleines Kind schon trainiert. Und ich zeige euch ganz kurz, wie gesagt, auch eine Übung, die ihr mit einem Partner machen könnt. Und zwar, oft haben wir es auch früher gemacht, einfach hier zur Unterstützung in die Hand nehmen und dann einmal geht er in die Knie runter, ja, wenn ich noch nicht so hoch kann, und leg einfach mein Bein hoch und dann geht er einfach höher, ja, und so hier, so hoch wie ich eben kann. Wenn ich merke,
das tut mir eigentlich nicht weh, ich bin schon gut gedehnt, dann geht er zurück. Ja? Dann geht er hier, ja, zurück und verlagert das Gewicht praktisch hier nach vorne, weil dann dehne ich hier mehr. Okay? Hat er auch mein Training und ich mit meinen 100 Kilo liege jetzt auf ihm drauf, armer Kerl, und dann halten wir das. Okay? Ja, passt schon. Und da dann auch wieder Atemzüge, 10 Atemzüge halten. Und jetzt können wir auch hier unser Fuß eindrehen, dass wir gerade sind. Ja? Ich war gerade seitlich, hier. Jetzt drehe ich meinen Fuß ein, dass ich gerade bin. Okay? Und hier genau dasselbe, was wir gerade gemacht haben. Ja? Hier wieder oben halten und wenn ihr das könnt, auch wieder zurückgehen. Okay? Genau. Hier und wieder. Er trainiert gerade mit. Immer sehr gut. Okay, das war schon mit dieser Übung. Okay, die letzte Übung, die ich euch zeigen möchte, als Kind, immer von meinem Dad, hier sogar an dieser Wand, hier an dieser Kommode, wurde ich schon dagegen gedrückt. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, die Übung. Und zwar die beste Übung, würde ich fast sagen, Dehnungsmöglichkeit, die man haben kann, wenn man einen Partner hat. Und zwar, er drückt mit seinen Füßen hier gegen meine Beine. Ich bin hier in der Grätsche, ich brauche eine Wand oder hier eben einen Schrank oder so. Und er drückt dann dagegen, okay? Ich bin jetzt hier, das ist Stufe 1 und dann drückt er immer weiter. Dann halten wir wieder, dann drückt er wieder weiter. Wenn ich merke, kannst du ruhig ein bisschen mehr machen, Papa, einfach hier. Und ich merke dann, wenn ich irgendwann mal leicht unter Spannung bin, wirklich leicht unter Spannung bin, halten wir es kurz, durchschnaufen und dann wieder rechts halten und wieder links halten. Und dann arbeiten wir uns immer weiter nach hinten. Das machen wir gleich mit den Händen. Drückt einfach noch ein bisschen weiter nach hinten. Wenn ich merke, hier, ich gehe mit der Hüfte ein bisschen hoch und er drückt weiter, immer weiter. Und wieder, ich bin hier mit der Hüfte oben und jetzt gehe ich ein bisschen runter und merke, okay, er spannt schon ein bisschen mehr. Und jetzt können wir auch noch hier die Hände nehmen und er drückt mich einfach, er zieht mich nach vorne, genau. Und dann merkt man schon, wie das in der Leiste spannt. Und dann halten wir den Punkt, ja, versuchen entspannt zu sein, okay? Okay, passt. Und dann versuchen wir immer den Punkt zu halten. Es darf nicht wirklich schmerzen und wehtun, das ist wichtig. Es muss immer auch entspannt sein, so ein unangenehmes Gefühl vielleicht, aber man sagt, man muss es aushalten können. Das ist das Wichtigste, weil sonst verletzt man sich. So Leute, das war's schon mit den Übungen. Es gibt natürlich unzählige Übungen. Das waren jetzt nur so die Basic-Standardübungen, die ich persönlich mache. Auch immer mit meinem Dad damals trainiert habe als kleines Kind. Bringt sehr, sehr viel, gerade die letzte Übung, die ich gerade gezeigt habe. Wichtig, nie über Schmerzgrenze hinausgehen, ganz wichtig. Immer nur ein unangenehmes Gefühl haben, aber nicht, dass es wirklich wehtut. Ganz wichtig, ja. Der Mann, der hat Erfahrung, dadurch habe ich Spagat gelernt. Und wir haben auch schon Übungen gemacht zwischen zwei Stühlen. Das kann ich jetzt nicht mehr, aber ist auch nicht so wichtig. Viele denken auch, Spagat ist wirklich wichtig für einen Kampfsport. Ist es nicht zu 100%, vor allem wenn man Fighter sein möchte, weil gerade die Kicks oben extrem locker werden. Ja? Wenn ich ganz im Spagat bin, werden die Sehnen weicher und die Kicks oben sind einfach schwächer. Deswegen, wenn man so 20 cm über den Kopf kicken kann, das reicht schon. So viel vom Boden, vom Spagat her fehlt mir. Das reicht auch. Und dann hat man auch die Härte von den Kicks. Also Leute, versucht zu üben, versucht das zu Hause durchzusetzen. Das war's mit dem Video. Wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, Facebook, Instagram, Snapchat unten verlinkt und www.wegzumweltmeister.de, Markus und mein Online-Trainingsprogramm. Da noch mehr von solchen Dehnübungen, aber auch Kampfsport. Videos, Technik, Taktik, Ausdauer, Ernährung und alles. Unser Buch wurde neu veröffentlicht, auch unten verlinkt. Zieht euch rein, ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Das war mein Dad, das war Michael Smolik. Haut rein.